Ja, vielen Dank. Ich freue mich total jetzt auf diesen Vortrag. Ich arbeite seit über einem Jahr daran. Ich hoffe, ich kann diese Begeisterung auch etwas ins Plenum reintragen. Worum geht es? Unsere nächste Version von Ultraschall, genauer gesagt die 5 größten Probleme unserer aktuellen Software und wie wir gedenken, sie in Bälde zu lösen. Zunächst noch ein paar ganz kurze Worte dazu. Was ist eigentlich Ultraschall? Ultraschall hat als Projektziel, die beste denkbare Podcast-Produktionssoftware zu sein. Das heißt, das, womit man aufnimmt, schneidet, produziert. Ich habe hier mal so ganz kurz den Workflow abgebildet. Am Anfang plant man ein bisschen, damit haben wir auch schon etwas zu tun, aber noch nicht so wirklich viel. Dann kommt die Aufnahme, beispielsweise dann auch mit Hilfe von StudioLink. Und danach kommen dann noch solche Schritte wie, ich schneide den Podcast, ich mache das Mastering, vergebe Metadaten, exportiere das Ganze und dann am Ende wird es publiziert, beispielsweise dann über den Podlove Publisher. Und das, worum wir uns immer so kümmern, ist diese grüne Schicht hier in der Mitte. Das Bild zeige ich ganz gerne, das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und aktualisiere das ab und zu. Das zeigt so ein bisschen so die Spielwiese, auf der wir uns bewegen, nämlich welche verschiedenen Softwareprodukte gibt es eigentlich für Podcasting, Aufnahmen, Podcasting, Schnitt und wie verhalten die sich. Und ich sehe hier zwei Achsen, nämlich zum einen kompliziert zu benutzen, einfach zu benutzen und bietet viele Podcast-Funktionen, bietet wenig Podcast-Funktionen und die Farben deuten noch an, sehr teuer ist rot, okayisch, teuer ist blau und kostenlos und Open Source teilweise ist grün und dann verbinden sich hier so die Knubbel und man ahnt schon so der Quadrant, so ein 4-Quadranten-Modell, die schätze ich immer sehr und meistens ist es so der Quadrant, wo man eigentlich hin will, der ist so rechts oben. Da sieht man beispielsweise, liegt da Hindenburg Pro, in der Tat eine Software, die ich sehr schätze, die aber eben den kleinen Schönheitsfehler hat, dass sie mal eben 350 Euro kostet. Der Ansatz, den wir jetzt haben in unserem Projekt ist, wir nehmen etwas, was erstmal nicht so wirklich ins Auge sticht, nämlich die Software Reaper, hier für 65 Euro, das kann man sich schon besser leisten, und versuchen die aufzubohren, was überhaupt nur deshalb technisch geht, weil das die Entwickler ehemals von Winamp sind, die Älteren unter uns werden sich selig erinnern und schon Winamp zeichnet sich dadurch aus, dass man sehr viel themen konnte, dass man Plugins reinbauen konnte, dass es eine API hatte und all diesen, sagen wir mal, MacGyver-Geist atmet also auch Reaper als DAW. Das heißt also, es ist von den kommerziellen Plattformen diejenige, die mit Abstand die meisten Möglichkeiten hat, etwas zu modifizieren. Und genau das so ist der Kern unseres Projektes. Im Wesentlichen tun wir das, indem wir einen endlosen Strom von Podcasting-Features draufgeworfen haben. Das sind jetzt mal so die Highlights der letzten Releases. Sodass also unsere bisherige Strategie war, wir nehmen Reaper und bewegen es in diesen Quadranten hoch und wir liegen jetzt ungefähr so auf dem Spot, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter links, aber das wird dann Kernpunkt jetzt meines Talks sein, wie kompliziert oder wie einfach ist es denn eigentlich wirklich zu benutzen. Insgesamt haben wir mittlerweile, finde ich, einen ganz hübschen Erfolg. Das ist mal die Zahl von gestern an Downloads unserer letzten Release, 4107. Wie viele davon dann jetzt wirklich produktiv im Einsatz sind und wie viele Podcasts daraus kommen, ist natürlich immer etwas schwer zu sagen. Generell kann man sagen, wo wir gelernt haben, dass Dinge zu erklären und Dinge einfacher zu machen, sich wirklich lohnt, ist beispielsweise die Ebene der Installation. Ja, also man kann eben leider keinen einfachen Installer anklicken, sondern es sind ein paar Schritte, da wir eben eine bestehende Software modden oder naja, hacken wäre ein bisschen zu viel gesagt, also eher modden halt. Und das geht nicht so ganz out of the box. Und es gab also immer große Probleme, den Leuten klarzumachen, was sie wann, wie, in welcher Reihenfolge machen. Und ich habe mich einfach mal 2 Wochenenden hingesetzt und habe das Ganze mal so richtig, als ob es ein wirkliches Hochglanzprodukt wäre. Man sieht das hier auf der rechten Seite mit so einer Schritt-für-Schritt-Anweisung mit Warnungen und Kosten und so weiter aufgearbeitet. Und seitdem haben wir nur noch sehr, sehr wenige Support-Anfragen, was die Installation angeht. Das wird noch eine Rolle spielen im weiteren Vortrag. Wenn man in dem Bereich Usability investiert, zahlt es sich, glaube ich, für unsere Produkte am Ende auch aus, selbst wenn sie Open Source sind. Unsere letzte Release ist jetzt schon etwas her, das war die 3.1er vor etwas über einem Jahr. Und hier sieht man mal so ein bisschen die Feature-Timeline, welche unserer großen Features eigentlich mit welchen Releases dahergekommen sind. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre auf dem Markt. Und da sieht man beispielsweise das Soundboard, mit dem man also direkt Sounds in seinen Podcast vorbereitete Sounds einspielen kann. Jingles, Intro, Outro und so weiter. Das kam mit der 1.2er Release. StudioLink, sicherlich bisher der größte Meilenstein als Ablösung von Skype für hochqualitative, verteilte Remote-Gespräche kam mit der 2.2 Release, das war 2016 und wir sehen, dass auch gerade die letzten beiden Releases relativ feature-mächtig waren.
was mit dazugekommen ist. Jetzt also erstmal die Frage, wie heißt eigentlich jetzt die nächste Release nach der 3.1? Könnte sie vielleicht 3.11, ich sehe, es sind doch ein paar ältere Semester hier. Nein, sie wird schon 3.2 heißen. Wir hatten jetzt über ein Jahr Zeit, wir sind insgesamt 12 Entwickler. Was hat sich in dem Bereich denn eigentlich getan? Wie viele neue Features können wir also erwarten? Und da müssen wir jetzt leider mal einen ersten Dämpfer einsetzen. Die Zahl an neuen Features ist 0. Das heißt aber nicht, dass wir yay! Das heißt nicht, dass wir jetzt schon verzweifeln und verzagen müssen, sondern ich geleite jetzt durch ein tiefes Tal der Tränen, um dann am Ende aber vielleicht doch noch den einen oder anderen Hügel zu ersteigen. Wir haben nämlich die Zeit genutzt, mal ein bisschen unter der Haube zu experimentieren und zu erweitern. Das Erste, was wir nämlich gefunden haben, ist, dass Reaper es ermöglicht, eine sogenannte Portable Install herzustellen. Mit dieser Portable Install kann man, das sieht man hier rechts, das ist ein Ausschnitt aus meinem Dateisystem, kann man beliebige Versionen von Reaper nebeneinander liegen haben und ich könnte die jetzt nacheinander anklicken und könnte sie auch parallel zueinander laufen lassen. Das heißt also nicht mehr dieser normale Installationsweg, es gibt einmal das Programm installiert auf dem Rechner, sondern damit kann ich also beliebige Zwischenversionen und auch Testversionen parallel gegeneinander austesten. Das war für den Hintergrund, wie wir entwickeln, ein ganz zentraler Schritt, insbesondere in Verbindung damit, dass wir jetzt hier auch in Einzelbereiche reingehen können, was Dateien angeht. Sprich, wir können jetzt so eine Portable Install auch in ein Git ablegen. In dem Fall hier, wo unser Projekt angesiedelt ist, bei GitHub. Das war vorher de facto eigentlich nicht sinnvoll möglich. Das heißt also, vorher war beispielsweise die Theme-Datei, in der die ganzen Grafiken drin sind und die ganzen Layout-Anweisungen, weil wir ja die Nutzeroberfläche ziemlich umkrempeln, waren alle in einer einzigen Datei verpackt und ich hatte halt diese Datei nach GitHub geladen, aber damit irgendwie im Sinne von Git arbeiten konnte man halt natürlich nicht. Das ist jetzt anders. Diese Datei ist jetzt aufgebrochen in jede einzelne Datei. Das heißt also, wir können jetzt über GitHub und über diese Portable Installs wirklich kleinste Kleinigkeiten vernünftig aufziehen und weiterentwickeln. Das führt dann dazu, dass wir nicht wirklich nach GitFlow, aber schon ein bisschen an GitFlow angelegt, jetzt innerhalb unserer Entwicklerrunde sehr schön mit Branches arbeiten, mit Issues arbeiten können, also so wie man halt ein Git-System nutzen möchte, was insgesamt unsere Wirkungsmächtigkeit echt erhöht hat. Vorher musste quasi immer einer zentral Releases bauen und die dann verteilen und die wurden getestet. Das war ausgesprochen anstrengend. Das heißt also, wir haben dadurch die Entwicklungstaktung ganz erheblich steigern können. Was wir auch gefunden haben, das hatten wir schon zur letzten Release, mittlerweile haben wir es wirklich auch verstanden. Ich habe das hier mal Daemon genannt. Wir sind in der Lage, Hintergrundprozesse laufen zu lassen in Reaper, die Dinge überwachen können und die Dinge tun können. Das heißt also, ich kann jetzt nicht nur ein Skript von uns starten, wenn irgendjemand auf einen Knopf drückt, sondern ich kann ein Skript die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen, was auf irgendetwas lauscht, beispielsweise ob gerade ein Recording ist oder ob eine Pause gedrückt ist oder ob Play gedrückt ist. Und daraufhin kann sich unsere Nutzeroberfläche verhalten. Das heißt also, wir sind jetzt in der Lage, Hintergrunddienste zu fahren. Und das ist eine quasi völlig singuläre Einzelleistung von Mesputin, einem unserer Kernentwickler. Der hat nämlich eine eigene Ultraschall-API geschrieben. Reaper selber hat ja schon eine API, die war ihm aber nicht gut dokumentiert genug und nicht genug auf Podcasting zugesprochen. Und dann setzt man sich halt mal hin, so anderthalb Jahre, und schreibt halt mal einfach eine komplett eigene API. Die hat mittlerweile 780 Endpoints, gegen die ich also angreifen kann, 51.000 Lines of Code, und er hat da anderthalb Jahre dran gearbeitet und die ist komplett durchdokumentiert online. Und ist also jetzt auch ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt für Leute, die jetzt in die Ultraschall-Entwicklung rein wollen. Die müssen sich also nicht mehr mit der Original-Reaper-Doku rumschlagen, sondern können also hier drüber einsteigen. Das wird eine Plattform sein für wirklich wilde Features und ein paar davon sehen wir dann vielleicht gleich doch auch noch. Das heißt, diese vier Bausteine zusammen, API, Portable Install, Daemon-Hintergrunddienste und Git-System, ermöglichen uns, Dinge zu tun, vor denen wir vor einem Jahr gesagt haben, die sind eigentlich technisch nicht möglich. Wie sortiert sich das jetzt hier in diese 3.2-Release rein? Unsere Hauptidee jetzt der 3.2-Release ist, keine neuen Features, sondern das nach hier an Hindenburg vorbeizuschieben. Das heißt also, wir haben wirklich als Mission Statement rausgegeben, es geht um Usability, 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 Usability. Dazu haben wir 5 zentrale Probleme definiert, die wir jetzt im Sinne einer Highscore abarbeiten werden. Platz 5.
die größten Ultraschallprobleme. Wie bilden die sich ab? Ganz wesentlich über Sendegate. Da landet also viel bei uns, viel über Twitter, viel über Sachen, die mich irgendwie nachts um drei anraunzen, wie von Malik. Egal welcher Kanal, das wird also alles ausgewertet. Und über den Platz 5, der schon ein paar Mal aufkam, bin ich gerade letzte Woche wieder gestolpert, und zwar im Rahmen meines aktuellen Lieblingspodcasts, des Discovery Panels. Da hören wir mal kurz rein, da besprechen nämlich die beiden Herrschaften ein Problem. Naja, auf jeden Fall haben wir da nicht deine lokale Spur verwenden können, weil die aus irgendwelchen Gründen 2 Minuten länger war als meine Spur. Das ist sehr großartig, wenn wir 2 lokale Spuren aufnehmen und die dann verschieden lang sind am Ende. Und ne, wenn man sie gleich am Anfang übereinander schiebt und egal wo man sie übereinander schiebt, irgendwo verschieben sie sich dann wieder. Also an irgendeiner Stelle sind sie dann wieder ungleich. Vielleicht kann mir jemand dieses Rätsel mal erklären. Ja, dieses Rätsel kann ich in der Tat erklären. Was hier also gemacht wurde, ist ein sogenannter Double Ender. Das heißt also, die beiden haben über Studio Link aufgenommen. Es gab dann natürlich dann in dem Host auch 2 Spuren dank Studio Link. In dem waren aber ein paar Aussetzer und ein paar Knackser drin. Darum haben die sich also entschieden, okay, wir nehmen, was bei Studio Link ja auch geht, seit 1 oder 2 Releases, die jeweils nochmal lokal aufgezeichnete Spur, werfen die beide in Ultraschall rein und dann merkt man plötzlich, die laufen auseinander. Und wenn ich in einem 2-Stunden-Podcast bin, können das schon mal ein paar Sekunden sein, die sie am Ende auseinanderlaufen, weil eben die Sync-Clock der Rechner oder der Sound-Interfaces, in die reingesprochen wurde, unterschiedlich arbeiten. Das ist bei fast allen der Rechnern der Fall, mal mehr, mal weniger. Aber man kann sich vorstellen, wenn ein Dialog zwischen 2 Spuren um mehrere Sekunden auseinanderläuft, ist das eigentlich nicht mehr sendbar. Und wenn man das dann von Hand zusammen optimieren muss, ist das schon sehr anstrengend. Das heißt also, ein Problem, was relativ häufig uns genannt wird, sind die sogenannten Double-Ender und wie ich mit denen eigentlich umgehe, wenn sie nicht synchron sind. Und das schauen wir uns einfach mal an. Das wird also ein Schwerpunkt der 3.2-Release sein. Ich habe hier mal ein Projekt vorbereitet, in dem man das ganz schön sehen kann. Der Gedanke ist also der, es fehlt jetzt die 3. Spur, der Sprecher, der quasi von vornherein lokal war, die denken wir uns jetzt einfach mal dazu. Und was wir jetzt hier sehen, ist also, das ist quasi lokal aufgenommene Spur und das ist dann also das, was ich als Double Ender von dem anderen bekommen habe oder umgekehrt, ist jetzt egal. Das ist also, ja, wir sehen schon, es ist eigentlich dieselbe Soundinformation, aber sie läuft halt wirklich auseinander. Und das, was man jetzt also machen kann, ist, man markiert die längere Spur und geht an die hintere Kante, ruft das Podcast-Menü auf, geht in den Bereich Production, denn wir sind jetzt schon in der Post-Production. Hierüber bildet sich ja von oben nach unten so der Podcast-Workflow ab. Und hier haben wir jetzt einen neuen Eintrag Double Ender. Da ist jetzt derzeit hier nur ein Eintrag, da kommen noch ein paar andere hin und sagt add stretch marker at cursor. Und jetzt kann ich hier hingehen und wenn ich das jetzt hier richtig treffe, kann ich jetzt hingehen und einfach quasi ein Time-Stretching der zu langen Spur machen, sodass die hinterher wieder deckungsgleich übereinander sind. Ja, das kann man erstmal ein bisschen vage machen, man kann aber auch wirklich dann quasi bis auf die Bit-Information reingehen und das Ganze dann passgenau übereinander schieben und jetzt werden die Spuren wieder im Sync. Normalerweise ist es so, dass das Auseinanderlaufen wirklich konstant ist, das heißt also nicht am Anfang schneller und am Ende länger, das heißt also dieser Trick sollte normalerweise ganz robust funktionieren. Ich habe das auch schon mal im Sendegate publiziert. Aber wie es immer so ist, da sehen es halt irgendwie nur ein paar Dutzend Leute. Malik beispielsweise kannte es bis vor 3 Wochen auch noch nicht. Platz 4, das Soundboard. Das ist in der Tat so ein Bug, der wirklich ein bisschen nervig ist. Gerade Leute bei kleineren Monitoren haben das Phänomen, dass sie überhaupt gar nicht wissen, wie lade ich denn jetzt überhaupt irgendeinen Sound in das Soundboard rein. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier wenig Platz bei dem Screenshot und dann fangen plötzlich an, sich die GUI-Elemente zu überlagern. So, und die Lösung dafür ist eigentlich relativ einfach. Ich gehe hier unten rechts in so eine Ecke und ziehe das ein bisschen hoch und dann sehe ich die wieder, muss allerdings noch ein paar andere Fenster verschieben und es ist einfach von vorne bis hinten unprofessionell. Und so im Sinne einer Onboarding-Experience, wenn die Leute schnell mal was ausprobieren wollen, ist das unbefriedigend. Wie unbefriedigend das ist, auch in quantitativen Größen sieht man hier unten, nämlich der entsprechende Eintrag ins Sendegate, den man auch erstmal finden muss, man muss überhaupt erstmal googeln, haben wir immerhin 1700 Leute sich angeschaut, ja, die damit potenziell ein Problem hatten. Ist relativ einfach zu lösen, wir haben es jetzt auch endlich mal gelöst, wir hätten es ehrlich gesagt auch schon viel früher lösen sollen. Nichtsdestotrotz, das wird, glaube ich, so das ein oder andere Problem schon mal beheben. Platz 3, das ist was ganz Interessantes. Immer wieder
kriege ich solche Postings. Es gibt viele Fans von Ultraschall und viele Leute, die uns mit wirklich Liebe überschütten und vielen Dank dafür. Aber es gibt auch immer solche Postings hier und ich bringe diese Welten immer nicht so ganz übereinander. Wie kann es sein, dass die einen irgendwie offensichtlich gar keine Schwierigkeiten haben mit Ultraschall, insbesondere was den Schnitt angeht? Und wie kommt es, dass andere Leute daran so total verzweifeln, wie jetzt hier zu sehen ist? Und Kandidaten, die da so immer genannt werden, sind insbesondere halt Hindenburg. Das heißt also, was machen die eigentlich wirklich besser? Und ich hatte vor 2 Monaten ein persönliches Erlebnis. irgendwie, so geht es mir dann immer. Ja? Also ich denke so, was hat Hindenburg, was wir nicht haben? Ja? Das ist doch, die Features sind doch alle gleich. Was ist das Problem von diesen Leuten? Ja? Ich kann Schnitte setzen, ich kann irgendwie Sachen rausschneiden, ich kann die Dinge verschieben. Eigentlich funktioniert doch alles gleich. Wo ist das Problem? Dann habe ich das mal alles ein bisschen analysiert und ich habe jetzt eine These, die, glaube ich, absolut richtig ist. Das Problem ist dieses hier. Das nehme ich. Ich hauptsächlich und auch noch Udo, zu dem komme ich jetzt gleich, mit solchen Dingen hier arbeiten, nämlich mit einem MacBook. So, der Udo, neben mir quasi der zweite große GUI-Entwickler, der arbeitet eigentlich nur mit Shortcuts. Das heißt also, jedes Mal, wenn er auf das Trackpad geht oder eine Maus gar in die Hand nimmt, wollen wir nicht. Stattdessen also immer schön die Tastatur und Shortcuts benutzen. Ich hingegen mache alles mit meinem Touchpad, aber auch mit dem Touchpad. Keiner innerhalb der Ultraschallentwickler arbeitet mit einer Maus. Ich habe vor, ich glaube, 4 Wochen zum ersten Mal auf einem Windows-Rechner mit einem Standard 3.1er-Setup von Ultraschall mit einer Maus gearbeitet. Und ich habe 20 Minuten versucht, die Software zu debuggen, weil ich dachte, es sei kaputt. Es funktioniert überhaupt nicht. Das hätte man mir mal sagen können. All die Jahre. Das heißt, da haben wir offensichtlich so einen kleinen blinden Fleck gehabt. Ja? Und wir haben jetzt also eine AG-Mausliebe gegründet, wo wir jetzt also für die nächste Release mal wirklich vernünftige Bedienpresets auf die Maus legen. Das ist, glaube ich, eine gut investierte Zeit. Platz 2 der Probleme ist eigentlich so der klassische Ultraschall-Support-Fall. Das heißt also, das, was bei unserem Helpdesk so aufschlägt, ist also in erster Linie, jetzt habe ich meine Aufnahme irgendwie im Kasten und jetzt spiele ich die ab und ich höre überhaupt gar nichts. Warum höre ich denn hier nichts? So, und die erfahrenen Hasen im Publikum werden es ahnen. Die entscheidende Frage ist also, hast du denn schon Prepare All Tracks for Editing gedrückt? Das ist also ein Menüpunkt, den wir schon sehr versucht haben, jetzt in den Vordergrund zu stellen, indem wir da sogar noch so ein Sternchen davor gesetzt haben. So wichtig, wichtig. Und wenn man den nicht drückt, kann man halt nicht schneiden. Ja? Beziehungsweise man kann halt schneiden, aber man hört nichts und denkt, die Software sei wieder kaputt. Und von diesen Elementen haben wir einfach echt zu viele. Ja? Und jetzt zu sagen, naja, aber da ist doch irgendwie, da ist doch ein Sternchen davor. Also ist doch klar, dass du das drücken musst. Keine richtig gute Idee. Prepare All Tracks for Editing ist aber wichtig, weil da passieren schon eine Menge sinnvoller Dinge. Also das kann man jetzt nicht einfach sein lassen, sondern das macht schon Sinn, so wie es gedacht ist. Aber die Art der Implementierung ist halt Mist. Das, was wir jetzt aber machen, ist, dass wir einen Daemon einsetzen, der im Hintergrund halt überwacht, in was für einem State befindet sich die Software eigentlich gerade. Und wenn wir dann der Meinung sind, eigentlich hast du gerade die Aufnahme hinter dir gelassen und möchtest gerne schneiden, wird man jetzt freundlich darauf hingewiesen, ob es nicht ein guter Moment wäre, jetzt genau diese Funktion auszuführen. Natürlich muss man die dann nicht mehr aus dem Menü sich rausangeln, sondern sie wird dann einfach aufgerufen. Vielleicht kriegen wir es sogar noch eine Umdrehung eleganter hin, aber ich denke, das wird auf jeden Fall schon helfen, die Probleme da ein bisschen zu reduzieren. Prepare all tracks for editing. Okay, kommen wir zu unserem Platz 1. Da kann es wahrscheinlich relativ wenig Diskussion geben, was das sein wird. Es ist die Routing-Matrix. Ich habe da mal ein Schaubild gemacht. Das sieht so aus. Hier unten, da ist der Podcaster. Und das da oben, das ist die Routing-Matrix. Ja. Wir sehen auch schon so mit den Fenstern und dem Gitter, das sieht auch schon so ein bisschen so aus. Ja. Und
Es ist also völlig ersichtlich, dass dieses Werkzeug zwar hochgradig logisch und ausgesprochen mächtig ist, Leuten, die aber einfach nur podcasten wollen, total überfordert. Was haben wir gemacht? Ich habe in meinem Release-Podcast, habe ich es erklärt ein bisschen, wie es funktioniert, aber auch nicht so richtig konsistent. Das heißt, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe das mal wirklich von vorne bis hinten sehr didaktisch durchgegangen. Da ist dann dieser Klassiker an YouTube-Historie bei rausgekommen, der Weg des Schalls, Routing wirklich verstehen, 4055 Aufrufe. Dieses Video ist 1 Stunde 45 lang, damit man es wirklich versteht. Und ja, vielleicht versteht man es dann, aber eine Software, wo ich erst mir 1,5 Stunden Video nur für eine einzige Feature-Facette angucken muss, die hat vielleicht schon ein Problem. Es gab dann im Sendegate eine Grassroot-Bewegung dagegen, dieses Video zu schauen. die sah so aus. Das heißt, Leute haben Cheat-Sheets gebaut, wie man die entsprechenden Blöcke in dieser Routing-Matrix oder Kreuzschiene setzen muss. Und ja, das hilft natürlich irgendwie, aber im Kerne ist es halt Mist. Ja? Die Argumente, die ich immer dagegen hatte, warum das schon alles so seine Bewandtnis hat, war zum einen, die Leute sollen ruhig lernen, was es mit dem Routing auf sich hat, dann werden sie bessere Menschen und haben das halt mal verstanden. Der zweite Punkt, die Setups der Podcasterin sind so verschieden, das kann man gar nicht generalisieren. Jeder hat ein anderes Soundinterface, ja, lokales Monitoring on-off. Und der dritte Punkt, der war dann eher so ein bisschen leiser. Ich sehe keinen technischen Ansatz, um das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu lösen. Ihr müsst da jetzt durch, wenn ihr Ultraschall nutzen möchtet. Und dann habe ich jetzt aber vor ein paar Wochen, das will ich noch gar nicht so lange her, mir nochmal diese Cheat-Sheets angeguckt und gedacht, ich sehe dort ein Muster. Dann habe ich mal in Excel mal versucht, diese Muster nachzumalen und dachte hinterher, vielleicht kann das ja doch funktionieren. Und mit der Foundation, die wir jetzt mittlerweile gelegt haben, insbesondere mittels der API, kommen wir darum jetzt heute zu dem historischen Moment in der Ultraschallgeschichte, wo wir sagen können, it's time for the routing matrix to end. Die nächste Version wird keine Routing-Matrix mehr beinhalten. Was werden wir stattdessen haben? Bisher sah es so aus. Das ist jetzt übrigens schon die nächste Version. Mit der nächsten Reaper-Version wird es ein bisschen farbiger und alles ein bisschen schicker, aber im Kern bleibt es natürlich gleich. Und wir machen das jetzt ähnlich wie beim Studio Link on Air. Da hat es auch keiner geglaubt, dass es so einfach ist. In Zukunft wird es exakt einen Button geben und wir nennen es Ultraschall Soundcheck. Denn das ist genau das, was hier eigentlich passiert. Man geht in ein Studio, macht einen Soundcheck und danach geht der Ton los. Mit dem Unterschied, dass bisher wir gesagt haben, jede Podcastende muss selber hier so ein Audio-Ingenieur sein und das ganze Routing und das ganze Mischpult verstehen. Dabei wollen die Leute doch einfach nur podcasten. Das heißt also, das, was wir jetzt versuchen, ist zu sagen, diesen Soundcheck, das macht jetzt unser Demon im Hintergrund und du, liebe Podcasterin, kümmerst dich einfach um deinen eigentlichen Job. Lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Machen wir erstmal das Projekt hier leer. So, oder ich kann ja mal kurz zeigen, wie der bisherige, naja, ich bin ein bisschen knapp in der Zeit, ich zeige einfach gleich, wie es jetzt funktioniert. Ich mache mal eben eine Spur hin. Und ziehe mal, sie ist natürlich schon noch da, die Routing-Matrix. Das heißt also, wenn man sie unbedingt haben möchte, kann man sie sich auch weiterhin anzeigen lassen. So, einfach nur, damit man nachvollziehen kann, was passiert. Mache ich das jetzt mal, ich zoome mal ein bisschen rein, damit das alles ein bisschen dichter beieinander ist. So, hier links seht ihr also, haben sich die Routing-Buttons ein bisschen verändert. Ich habe hier den neuen Button, mit dem ich die Automation einschalten kann. Und darunter habe ich noch 3 Presets und wir sehen hier die Routing-Matrix. Und wenn ich jetzt Dinge hinzufüge, ändert sich soweit eigentlich erstmal nichts. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich füge jetzt mal eine Studio-Link-Spur hinzu. Klack. Ja, seht ihr hier, wird die Routing-Matrix gleich richtig ausgefüllt. Ich mache jetzt mal ein Soundboard hinzu. Klack, die Matrix füllt sich automatisch aus. Wir machen noch eine Soundboard-Spur hinzu. Klack,
Alles passt sich automatisch an. Jetzt sage ich, okay, das ist jetzt soweit als Einstieg in Ordnung. Ich möchte den eigentlichen Podcast starten und zwar mit meiner Pre-Show, wo ich nur ein bisschen Musik auf den Stream schon mal gebe. Dann gehe ich also hier auf das Routing-Preset und zack, wird das entsprechende Routing umgestellt. Und zwar so, oh, ich habe zwei Soundboards drin statt zwei Studio-Link-Spuren. Falsch geklickt, machen wir noch eine Studio-Link-Spur hinzu. Man kann es natürlich jetzt auch im laufenden Betrieb machen, das macht dem gar nichts. Studio-Link-Track, ja. Und zack. Ja. So, jetzt ist das Routing so umgestellt, dass nur das Soundboard auf den Livestream geht, alle anderen sich aber nach wie vor online unterhalten können und wenn dann die Sendung losgeht, schalte ich also einfach nur hier das Routing um, alles wird automatisch angepasst und wenn ich hinterher das Ganze in den Schnitt reingehe, schalte ich das auch mit einem Klick um. Und das war's. Und davon sieht man also überhaupt gar nichts mehr, sondern man hat also einfach nur noch die Automation. Man kann auch hingehen und sagen, ich habe das jetzt im Moment quasi so aggressiv gebaut, dass man selbst Fehler damit nicht mehr begehen kann. Ich schiebe die nochmal eben nach oben. Ja, obwohl, das könnt ihr jetzt auch so sehen. Ich mache jetzt mal bewusst, setze ich jetzt hier mal Unfug rein. Ja, dann wird es mir also quasi unter der Haube sofort wieder weggelöscht. Natürlich kann ich das auch deaktivieren. Das heißt also, wenn ich den Modus jetzt ausschalte, so, jetzt kann ich natürlich die Routing-Matrix nach wie vor im Manuell-Modus fahren. Ich kann das auch halbautomatisch machen, dass ich also die Automation aushabe oder diesen Watch-Daemon, aber trotzdem die Presets vollumfänglich wirkungsmächtig sind, ich sie aber quasi noch von Hand anpassen könnte. Und wenn ich auf Routing gehe, bekomme ich auch noch die alten Presets, falls ich mit denen noch irgendwie ganz besonders komplizierte Sachen abdecken möchte. Aber eigentlich ist der Gedanke, die Leute, und so wird es auch quasi in Zukunft ausgeliefert und so wird es starten, ich habe die Automation an, arbeite mit meinen drei Sendungspresets und das war's. Mehr ist darüber nicht nachzudenken. Das heißt, keine Routing-Matrix mehr in der nächsten Release, ein vollautomatischer Modus, Presets für Pre-Show, nur das Soundboard geht auf den On-Air-Stream, Aufnahme und Schnitt ausschaltbar für manuellen oder halbautomatischen Betrieb und über Settings anpassbar für Interfaces ohne direktes Monitoring. Dafür werden wir dann auch noch einen Settings-Dialog machen, kommen wir jetzt zu, weil diese Null hier war ein bisschen geflunkert, dass wir kein Feature haben. Wir werden in der Tat ungefähr 30 Optimierungen und Features drin haben. Irgendwo muss die ganze Zeit dann ja doch hin. Das kann man sich auch ganz schön auf GitHub angucken. Da haben wir also auch hier so ein Kanban-Board laufen, wo man sich also die einzelnen Details anschauen kann. Und da findet man dann beispielsweise auch solche Sachen wie eine erste Version von Ultraschall-Settings, wo wir verschiedene Dinge parametrisierbar machen, beispielsweise wie laut während der Pre-Show die Musik auch in meine lokalen Kopfhörer reingehen soll, damit man sich auch da atmosphärisch ein bisschen eingrooven kann. Das kann man dann hier über einen Lautstärkeregler einstellen. Das hier unten ist ein Feature für Malik, keine Release ohne Malik-Feature. Kann man den Pre-Roll für den Ripple-Cut entsprechend einstellen. Wir planen auch schon relativ stringent unsere nächsten Releases durch, die 3.3er. In der werden wir Dinge verfeinern, die wir jetzt zur 3.2 vorstellen. Wir werden ein komplett neu entwickeltes Soundboard dort haben, was nochmal deutlich bedienerfreundlicher sein wird. Es wird Tims die Maschine mit dem Ping-Feature geben. Was das ist, müsst ihr dann mal abwarten. Wir werden eine eigene Markerverwaltung haben, wo man sich beliebige Custom-Marker anlegen und verwalten kann. Wenn man also nicht nur Edit-Marker und normale Kapitelmarken haben will, sondern noch verschiedene andere Klassen von Markern, wird man damit lösen können. Ultraschall-Settings in einer sehr elaborierten Fassung mit irgendwie verschiedenen Tab-Bereichen aufgeteilt und so weiter. Und wir sind schon relativ weit, was die Portierung auf Linux angeht. Da sind wir also auch zuversichtlich. Wir planen aber auch schon die Ultraschall 4-Version. Da werden wir vermutlich den Installer auf quasi diese Portable-Install umstellen, sodass man also eine Ein-Klick-Installation hat von Ultraschall in Zukunft. Nichts mehr mit Theme reinziehen und so weiter, sondern wirklich ein Klick und es wird installiert. Retina-Support steht schon lange auf der Liste, ist aber schwierig, weil da auch CocoaOS, die Entwickler von Reaper, noch nicht so richtig aus dem Knick kommen. Der dritte Punkt wird sicherlich das Interessanteste. Wir sind mittlerweile relativ weit, was das Aufbauen komplett eigenständiger GUIs angeht. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, irgendwie der Bereich, in dem beispielsweise so die Clips abgelegt werden in unserem Storyboard-View, der ist uns zu klein und der gefällt uns nicht, da wollen wir was Eigenes haben. In Zukunft werden wir den selber malen können. Das heißt also, beliebige Oberflächen werden wir modifizieren, inklusive auch sowas wie größere Icons anders anlegen und so weiter. Wir werden ein Clipboard
entwickeln. Das heißt also, das, was man von vielen anderer Software, auch von Hindenburg beispielsweise kennt, dass ich vorbereitete, geschnittene Clips so ablegen, zwischenspeichern und dann wieder reinziehen kann. Eine Metadaten-Middleware, um dieses ganze Drama mit den Metadaten in MP3s und M4As endlich vernünftig und nachhaltig zu lösen. Und zwei Features habe ich mir heute reingeschrieben, die mich heute Morgen so begeistert haben, aus dem DIGA-System, nämlich Volltextunterstützung. Sage ich aber noch nichts zu, müssen wir erstmal testen, wie gut es wird, aber finde ich fantastisch, was ich da gesehen habe. Und eine Sache, an der ich auch schon etwas länger nachgrübel, was mit Reaper vermutlich ganz gut geht, verteilter Schnitt über ein Netzwerk. Dass man also als Crew verteilt an einem Podcast hinterher im Schnitt und Produktion arbeiten kann. Reden wir kurz über das Geld. Bekanntermaßen, Reaper selber ist kommerziell, kostet 64 Euro. Das ist zu verkraften. Wir selber sind und bleiben natürlich ein Open-Source-Projekt und das Ganze ist kostenlos. Wenn man uns trotzdem mal was Gutes tun möchte, schaut doch mal auf dieser Seite hier vorbei. Ultraschall FM, danke. Das ist auch verlinkt auf unserer Projektseite. Da findet ihr sämtliche Leute, die am Projekt mitgewirkt haben, mit so einem kurzen Steckbrief, was sie für Ultraschall machen und vor allen Dingen, welche anderen Hobbys sie sein lassen mussten, um diese Zeit für Ultraschall zu investieren. Und da sind dann jeweils Geschenklisten hinterlegt von solchen Hobbys, die gelitten haben. Das heißt also, wir wollen kein Geld, sondern versuchen das noch ein bisschen anders zu framen. Ja, ich hoffe, dass dieser Fokus auf wenig bis keine wirklich neuen Features und dafür wirklich nochmal in die Onboarding-Experience zu investieren, Leuten den Einstieg einfacher zu machen, dass sie nicht so verzweifeln, sondern dann wirklich schnell sich gut zurechtfinden bei uns in der Software, dass wir das durch diese und andere Maßnahmen gut hinbekommen. Und das war's. Vielen Dank.